Instagram, Schüler VZ, alle am Start. Wir sind heute auf dem Patina-Treffen. Hier ist laut und Qualmdampf zischt. Mega geil. Ich freue mich auf einen richtig schönen Tag, aber ein Kittel brauche ich trotzdem. Ist echt kalt, ey. Was haben wir denn hier? Was richtig heißt das? International IHC, auch 70er Jahre, ja, Ende 60er, Mitte, Ende 60er Jahre. Und das ist was so, boah, das kommt so ein bisschen an unseren Ferguson ran, so von den Dimensionen, würde ich sagen. Gewicht, boah, ein bisschen mehr, 7 Tonnen, 7 Liter Hubraum, ein bisschen weniger, aber 6 Zylinder. Also, da gibt mir, man sieht es wahrscheinlich, Freude ist schon wieder da hier. Den mag ich gern. Der Wurstkocher läuft dran. Ah, dauert noch kurz. Noch keine Betriebstemperatur. Pino. Ja. Viele machen ja einfach bloß die Kerze raus, ja, die Kerze kommt. Ohne Kompression oder so. Bitte mal. Scheißdrick. Moment, probieren wir noch. Ja. Das hat der Kenne, der Kerl. Jetzt machen wir unseren auch, oder? Ja, so schaut's mal aus. Knappe Sache hier runter, der Vogel. Hier, ins Eck. Das war. Jetzt lassen wir ihm noch mal kurz seine Show und dann machen wir mal, oder? Ja, so schaut's aus. Bisschen Rambazamba Remidemi. Wir brauchen allerdings nicht so eine Kurbel. Unsere Kurbel. Oh ja.
Standgas laufen, dann ist er schön warm. Heckfahrsperre, weißt ja. Und Handbremse. Wenn die Uhr warnt mich schon wieder, sie sind in einer lauten Umgebung, schonen sie ihre Ohren. Ja. Woher hat das wohl kommen? Komm, ich schau noch ein bisschen rum, was es hier Schönes gibt. Butterbrezel-Tutorial. Ja, so langsam füllt sich das Event hier. Aber wir gönnen uns erstmal einen kleinen Snack am Morgen. Und wisst ihr, was gibt's Besseres als eine Butterbrezel? Gar nichts. Wird gleich auch richtig was zu sehen geben. Fahrstühle zu uns. Gottlos. Marius ist am Rausfahren. Mal schauen, wie gut er da hier durchpasst. Ja, das ist schon relativ eng hier, die ganze Geschichte. Trotz, dass er so doppelt schwer ist.
Und es kommt auf den Videos gar nicht so rüber, dass das so total ist. Der Sägemann ist hinter uns. Tatsächlich mein drittes Auto. Aber eigentlich komplett in the row alle meine Fahrzeuge. Müssen wir uns den Ford noch haben? Auch ein Ford GT. Auch, das war dann das vierte, oder? Ja, genau. Stimmt wirklich. Like und ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche bei irgendeinem anderen Cast. Ciao, Kakao.